Hallo und Happy Day. Wir sind beim schönsten, allerschönsten Wetter, sind wir hier in den Electro Fun Days und fahren Elektroautos. Da knallen sie gleich los. Ja, wir testen jetzt gleich den BMW i3 als erstes Elektroauto und danach den BMW i8 als super sportliches Elektroauto. Und ich bin gespannt, wie sich die Elektroautos so schlagen. Du? Der da vorne erklärt euch, wo wir fahren. Okay, perfekt. Danke. So, wir sitzen jetzt im i3 Elektroauto, der momentan nicht elektrisch fährt, weil die Batterie leer ist. Wusste ich aber nicht, dass der i3 ein Hybrid ist. Der fährt auch mit Benzin. Und wir fahren jetzt mit Benzin. Wir fahren hier auf Drive. Handbremse gibt es keine, oder? Ich sehe keine. Auch nicht. Ja. Probieren wir. Ah, passt. Und da vorne steht noch ein Instruktor, du musst schon mich filmen. Ja, aber du musst gucken, wo du hinfährst. Der mir jetzt gleich sagt, wo wir hinfahren. Fahren? Nee, den Track noch nicht. Okay. Also das Ziel ist zwischen den Pylonen durch bis ganz hinten. Mhm. Am Schluss ist fertig, also am Ende von der Piste. Okay. Und nachher geht es links hinten auf die Rückfahrstrecke. Okay, ja. Ich darf die aber zweimal machen, oder? So. Im Prinzip auch eins, aber. Okay. Nur falls ich mich beim ersten Mal verfahre. Also. Warum zweimal? Falls ich mich beim ersten Mal verfahre und ich mich nicht traue, so schnell zu fahren. Ah. Also. Du darfst. Ah, danke. Sehr gut. Aber er fährt trotzdem noch sehr, sehr smooth. Was war das? Ein rutschiger Schuh. Nicht gut. Ist ja geil. Auch wenn er nicht elektrisch fährt, er fährt sich echt extrem gut. Finde ich. Können wir damit umkippen? Vielleicht. Ich glaube, den echten ist der Bestand. Können wir damit umkippen? Ja. Ja, man kann auch mit. Ja, da haben wir eben schon mal unangenehme Erfahrungen gemacht. Chiefs, die umkippen, oder was? Ja. Jetzt hier. Die Bremse zieht aber nicht. Ja gut, doch. So, Ladies, wie fahren wir es? Gut. Das war die erste Fahrt. Ich dränge mich jetzt einfach mal vor und mache die zweite. Ich kann ja sagen, ich habe mich verfahren. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir den richtig sportlichen i8 fahren dürfen. Ja. Ich fand's gut. Auch wenn er elektrisch fährt. Können wir mal hier so finden. Gucken, ob wir die Beschleunigung rausfinden. Auf dem Alter. Aber wer sagt, wir sind jetzt bei 60. Wo kommt er jetzt her? Wer? Wird abgekürzt oder wie? Mhm. Aber wieso fährt er jetzt ein Tesla? Ich hab gedacht, Tesla ist aus. Ich hab mich verarscht. Vielleicht ist das die letzte Tesla-Fahrt. Aber der hört sich irgendwie ungesund an. Mhm. Aber er sagt jetzt auch immer noch charged, also er lädt noch auf, aber irgendwie ist das tatsächlich null. Ja, jetzt freue ich mich richtig auf den i8. Wenn der i3 schon so gut performt. Aber der
Und das Fahrzeug ist nicht so gut zum Filmen, weil es sehr weit nach vorne geht mit dem Armaturenbrett. Ja. Und dafür hast du ja ganz viel Platz für deine Schminke. Ja. Nur ein ganzes Fach voll nur. Super. Nur mit Schminke. Hier, muss man reinfällen. Sicher ein Frauenauto so. Ganz viel Schminke kann man hier rein machen. Sicher hat er überall Spiegel. Ah ja, guck. Fahrer, Spiegel, Beifahrer. Airbag. Auch Spiegel. Hinten keine Spiegel. Hinten ist Jennifer. Ich habe hier nur auf der Rückbank. Und hier haben wir noch Ablageflächen. Unten für einen Starbucks Kaffee. Den ich mir gar nicht mehr kaufen darf. Hier ganz viel Platz. Guck mal. Riesenmobil, was ist das? Ah, da war nochmal ein bisschen Platz. Ja, ist doch ordentlich. Ich finde das Auto cool. Und auch die Türen sind spektakulär, gell? Aber er ist nicht so schön. Ja, das ist. Der i8 ist schön. Aber dafür kostet der auch wahrscheinlich nur ein Drittel vom i8. Und ich finde irgendwie Hybrid, naja, geht's auch noch. Auf der linken Seite den Unlock-Knopf drücken, genau, und den hinterziehen. Jetzt wäre es dort drin. Sportmodus, wenn er fährt, ganz Hebel links rüber drücken. Einfach links rüber. Genau. Dann leuchtet sie wahrscheinlich. Genau. Kommt auch alle Anzeigen, ist rot, Sport. Okay. Und er fährt erstmal elektrisch los wahrscheinlich? Und immer beides. Immer beides. Immer beides. Ah, okay. Ja gut, ich gebe dir die Kamera. Viel Spaß. Danke. Ja, das ist so wie das. Also ich konnte damit auch fahren. Das ist so wie Andys Auto eigentlich. Das Problem ist nur hinten, dass meine Kopf. Kleine Seite. Die Beine gehen. Der Kopf ist schwierig. Okay. Schaut ein Kuppel. Fahr mal. Ja, dann kannst du mal gucken, was du filmst, was so spannend ist. Ja, genau, fahr du mal einfach. Ich fahr einfach mal los. Das ist ja voll strange. Fährt das super elektrisch los? Voll krass. Ja, nicht schlecht. Wie sich das so an. Guck mal hier, wie das alles so aussieht. Wir sind schon gefahren, gell? Genau, du zwischen den Pylonen durch. Ja. Danke. Ja gut, also, ich will jetzt mal nach vorne herrschen. Ja, ja. Mach du doch einfach mal. Aber übertreib's nicht, bitte. Wenn wir das hier überleben, dann. Alter. Dann kommt die Sonne raus. Ja. Und vor allen Dingen, was du nicht machen darfst, so ein Pylonending umfahren, da sind wir genauso. Halleluja. Ja. Selbst sowas erlebt. Wir waren nicht mal im Sportmodus. Aber auch, weil ich ein bisschen. Was hätte ich denn in Sportmodus? Weil ich ein bisschen Kacki in der Hose hatte. Ich habe mich tatsächlich. Siehst du mich überhaupt? Ja, ich sehe dich. Ich habe mich tatsächlich nicht getraut, auf den Sportmodus zu schalten. Ich meine jetzt. Fuck. Ja, vorhin beim i3 habe ich noch gequatscht wie ein Wasserfall. Keine Chance. Geil. Ich will so ein Auto haben. Ja, dann musst du aber noch viel arbeiten. Mein Arsch ist richtig warm. Ich weiß nicht, ob es eine Sitzheizung liegt oder. Ich glaube nicht. Aber jetzt haben wir einen Sportmodus drin und jetzt. Ja,
habe ich noch so ein bisschen draufgelupft auf das Lösungswort. Ich hatte ja so versteckte Botschaften auf Facebook schon hinterlassen. Ja, das Lösungswort ist Mustache Baby. Alle, die es richtig hatten, sind jetzt hier drin. Ich schüttel das Ganze nochmal. Und ja, alle, die die richtige Antwort eingesendet haben und jetzt hier in der Lostrommel sind, nehmen natürlich jetzt automatisch an der Verlosung teil.